Also damit können wir auf jeden Fall bremsen. Sogar relativ flott bremsen. Wir haben bei weitem nicht so viel Schub. Und jetzt können wir mal noch gucken. Fuel Delivery Overlay. 10, 10. Also 10 und 10, das passt jetzt. So, also Thrust-Weight-Ratio passt. Delta-V reicht eigentlich, um zu landen und nochmal zu starten in den Orbit. Wenn wir unten angekommen sind, können wir den Mist hier wegwerfen. Das brauchen wir dann nicht mehr. Oder wir können es abbauen mit dem Engineer und irgendwie verwursteln zu irgendwas. Können wir mal gucken, was wir dann damit treiben. Auf jeden Fall wird es nicht schaden. So, jetzt müssen wir mal alle Beinchen. Verrücktes Ding. Deploy. Retract. Genau, wir wollen das ja jetzt in eine Rakete packen. Und jetzt gucken wir hier sicherheitshalber noch mal rein, ob das Umpacken. Ja, hat alles überlebt. Sehr schön. Okay, das ist unser Rover mit geschmeidigen 24 Tonnen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Das ist echt ein bisschen schwer. Den müssen wir jetzt einfach mal so zum Mond bringen. Ich sehe da überhaupt keine Probleme auf uns zukommen. Und das tun wir am besten. Machen wir das bemannt? Komme ich nach der Sendung noch kurz in Discord? Nee, werde ich heute nicht, weil wir haben jetzt schon Besuch. Das heißt, ich werde meinen Livestream noch zu Ende bringen und mich dann an den Grill werfen, um für unseren Besuch das ein oder andere Stück Fleisch oder Gemüse zu grillen. Nein, Fleisch, das mit dem Gemüse war ein Witz. Also heute werde ich nicht im Discord sein, aber sicherlich beim nächsten Mal. Und ich gucke mal, ob ich es schaffe, nächste Woche unter der Woche, nur schon mal, um euch ein bisschen anzuteasern. Am Donnerstag wird es Hardcore-Körbel geben, wenn nichts dazwischen kommt. Und ich werde versuchen, noch irgendwo einen Termin zu finden, wo ich Real Solar System weitermachen kann, weil ich habe selber gerade total Bock auf Real Solar System. Also freut euch schon mal, nächste Woche hohe Chancen auf Real Solar System. Sehr hohe Chancen. So, jetzt machen wir erstmal noch komplett unsinnige Dinge. Einfach weil es sonst blöd aussieht. Nein. Wahrscheinlich wird das wieder das Teil sein, was nachher explodiert aus irgendwelchen Gründen oder so. Aber so, und die Autos stranden wir auf jeden Fall gegen das Zentrum, damit da keine komischen Sachen passieren. So, und jetzt müssen wir. Ah, jetzt wird's lustig. Eine Rakete draus bauen. Das wird auf jeden Fall spannend. Tendenziell würde ich es versuchen, mittig zu halten. Schwierig. Wir nehmen uns ein Payload Service Bay, damit wir da drin. Oh, ja, da gehen nämlich die Probleme schon los, ne? Das Ding ist nämlich ein bisschen off-center. Center of Mars. Tütü, das wird lustig. Da könnten wir jetzt natürlich gucken, ob wir das Ding hier so ein bisschen geschoben bekommen. Oh, fürchterlich. Lass das niemals jemanden sehen. Was hat die Umfrage gegeben? Habe ich noch gar nicht geguckt, Neo. Muss ich mir selber erst noch angucken. Also ich hab's tatsächlich. Ja, du hast nichts verpasst, aber ich weiß es selber auch noch nicht. Ich habe noch nicht nachgeguckt. So. Ja, das ist ja, hab ich auch nicht so einverstanden mit diesem Modus. Wartet mal. Zack. So, und jetzt verschieben wir's. Auch sauber ist. So, und wir müssen ungefähr mittig unter dieses Teil hier kommen. Damit wir nicht total ins Trudeln geraten. Das wäre dann irgendwie so. Ja. Da packen wir jetzt einfach mal tatsächlich ganz klassische Struts dazwischen, weil ich Panik habe, dass Autostrutting mich da irgendwie verrät. Verdammt. Okay, also doch Autostrutten. Autostrut. So. Ich hoffe, das hält.
Oh, ich hoffe, das hält. Da rein kommt jetzt ein Probe Core, damit wir das Ding erstmal starten können. Strom haben wir ja schon genug und noch so ein bisschen. Ja, ich weiß, dass das nicht viel helfen wird an der Stelle, aber so ein bisschen RCS wenigstens. So. Zack. Und dann unsere Oberstufe, mit der wir hoffentlich bis zum Mond fliegen können. Einem guten alten Pudel-Engine. Also nochmal schauen. Das ist der da. Das Zeug hier alles mal völlig irrelevant im Moment. So. So, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hä? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen durcheinander. Also, Stage 2 hat seiner Meinung nach. Was stimmt bei ihm nicht? Irgendwas durcheinander. Da ist der. So. 318 Delta V. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Enable Staging. So. Und dann kriegt der hier nämlich seine eigene Stage. Und der hier geht nach oben. Ganz sicher machst du kein Crossfeed. So. Gut. 1400 und ein bisschen, wenn ich das richtig sehe. Das klingt alles schon ein bisschen realistischer. Auch wenn ich mich jetzt gerade frage, warum diese Stage. Die Stage plötzlich so viel. Na doch, es haut aber hin, aber hat die 3 Minuten Burntime tatsächlich, weil die runtergeregelt sind. So viel wäre gar nicht schlecht. Okay, also 1400 und ein bisschen reicht für einen Transfer zum Moon und reicht für Einbremsen in den Orbit beim Moon. Das heißt, damit wären wir erstmal auf der Ebene safe. Dann können wir. Und das, die Solarpaneele, Freunde, möchte ich noch gar nicht ausfahren, wenn ich unterwegs bin. Also an die Transferrakete kommen kleine Solarpanels ran. Gleich noch. Damit wir erstmal unterwegs sind und unterwegs gewissen Strom haben. Die Solarpaneele bleiben auf jeden Fall eingefahren, solange bis wir unten sicher gelandet sind. Die sind wirklich nur fürs Rumfahren und dann aufladen, wenn man irgendwo steht. Das Fahrzeug hat ja genug Batterie. So. Rocco Max Brandt Decoupler. Gut, dann kommt. Achso, ein Fairing wäre vielleicht echt noch eine Maßnahme, ne? Da so. Da so, da so, da so. Ein bisschen breiter, wenn wir schon gehen müssen. Reicht das? Ja. Zack, zack, zack. Also, weil nichts gegen diesen Rover, aber Aerodynamik würde ich jetzt nicht unbedingt als sein Hauptfeature bezeichnen. Da müssen wir noch gucken, dass der noch irgendwie später gegen die wirklich heavy Parts geautostruttet wird. Jawohl. So, damit hier ja nichts wackelt. Weil das wäre fatal, wenn das Ding im Fairing anfängt zu rotieren. Dann haben wir ein ernstzunehmendes Problem nachher. Gut, das, das, das. Dann brauchen wir da noch eine Antenne nachher dran. Bla, bla, bla. Antrieb. Der Antrieb. Ich glaube, den Part machen wir dann ganz gemütlich mit dem Skipper. Da bin ich eigentlich relativ unbesorgt, dass das reichen wird. Was zur Hölle macht der heute mit meinem Staging? So, dann haben wir eine Kerbin.
076er Trust Weight, das ist für eine Upper Stage eigentlich ganz okay. Die nächste Stage hat 053, das reicht für den Transfer. Also wie gesagt, das wird ja der Transfer. Das hier ist unsere Upper Stage, 1400 bei 076, das ist okay. Und jetzt müssen wir uns die, ja, Main Stage bauen, mit der wir das Ding in Orbit gezimmert bekommen. Nö, die dicke Beule am Kopf der Rakete wird hoffentlich nicht überkippen. Da müssen wir jetzt ein bisschen schauen, dass wir genug Steuerungsmöglichkeiten haben an der Kiste, um zu gucken, dass das auch klappt. Da können wir gleich mal gucken, ob wir. Haben wir schon den ganz großen Adapter? Nö, ne? Wir haben noch keinen Adapter auf den ganz großen Kram. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Okay, haben wir den ganz großen Kram schon? Nö, ne? Haben wir noch gar nicht. Haben wir noch gar nicht. Na gut. Dann machen wir das klassisch. Ganz klassisch. Mit einem guten alten Mainsail. So, der Mainsail an sich. Ich hoffe, das ist auch der hier. Jawohl. Gut. Und Autostrut all the things. Gibt uns schon mal eine 092er bei Non-Atmospheric, 085 bei Atmospheric. Das heißt, wir müssen ihm jetzt noch ein bisschen Unterstützung geben für den Start, damit wir wegkommen. Das können wir, glaube ich, am einfachsten mit ein bisschen Booster-Tanks machen. Also wir nehmen wieder die klassischen Flüssigbooster. Und warum die Flüssigbooster? Weil ich über die ganz gut noch Gimbal ranbekommen kann. Und natürlich den Tank in der Mitte mitfüttere. So, die Hoffnung wäre, dass die Skipper ausreichen als Zusatzbooster. Mal gucken. Hier könnten wir jetzt nämlich auch ganz gut Reaction Wheels ranknacken, dass wir für den Anfang erstmal gut Zusatzkontrolle kriegen. Die müssen auf jeden Fall geautostrattet sein und die sollen natürlich auch ihr Fuel brav abgeben an die Rakete in der Mitte. So. Sehr schön. Dann haben wir das. Und wenn wir die alle gemeinsam zünden, sind wir bei 1,04. Das ist auf jeden Fall schon mal eine positive Thrust-Weight-Ratio, aber noch nicht so ganz das, was ich wollte, ehrlich gesagt. Das ist mir noch ein wenig zu wenig. Ja, hilft ja nichts, ne? Booster, oder? Hilft alles nichts. Booster ran für den Start. Hochkommen. Erstmal, damit wir erstmal ein wenig Geschwindigkeit aufnehmen können. So, da nehmen wir einmal die großen und ich würde sagen, die lassen wir auch direkt auf Volllast laufen, um gar nicht erst in Diskussionen reinzukommen. Schwupp. Einmal die dran. So, und wenn wir die mitzünden. Mit denen und das Decoupling nicht vorher machen. Dann sind wir bei 1,35. Jawohl, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und wenn wir dann gedecoupelt haben, sind wir bei 1,35 mit den Zusatzantrieben. Das sieht ganz gut aus. Bla 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 bla. S5 ist dieses Triebwerk. S5, genau. In der S5 stecken 1000. Dann kommen wir. Ja, locker. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Damit müssten wir eigentlich bis zum Mond kommen, hoffe ich. Nee, nee, viel hilft nicht immer viel, aber in dem Falle hilft es hoffentlich. Wir müssen halt erstmal Schwung kriegen. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Kontrolle an dem mittleren Teil. Also. Ob wir das jetzt brauchen, sei mal dahingestellt. Ich glaube, wir haben mehr als genug Kontrolle über die äußeren Antriebe. Aber Glücksflossen sind nun mal Glücksflossen. Gewisse Traditionen müssen eingehalten werden. Und dann packen wir da noch die Startdinger mit ran. Und dann sollten wir eigentlich ganz gut wegkommen.
So, jetzt bin ich gerade echt am Überlegen. Also wir brauchen gleich noch eine Antenne und wir brauchen noch hier die nicht. Das erstmal für einen Aufstieg. Ne, einmal reicht da. Und eine für den Flug zum Mond. So, damit können wir den Probe dann bedienen und dann brauchen wir noch einmal Stromerzeugung. Da sollten uns echt nehmen 4 Stück mit. Dann müssen wir nachher nicht gucken, in welche Richtung die Sonne steht. So, dann haben wir die. Und jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich das Risiko eingehe. Ne, ich starte das, glaube ich, mit dem Probe Core und setze die Kerbals später. Also was ich jetzt vorhabe, ist mit dem Teil hier eigentlich erstmal einfach nur in den Mondorbit zu fliegen und mit der Crew später für die Landung einzusteigen, weil der kritischste Teil ist meiner Meinung nach jetzt der Start und in den Orbit kommen. Weil da besteht doch eine nicht ganz unrealistische Chance, dass das hier alles fürchterlich in die Hose geht und alle sterben werden. Deshalb setze ich da einfach keinen rein, der sterben kann. Und der Probe Core fliegt uns das Ding jetzt in eine also Moon-Umlaufbahn. Und wir werden später, wenn wir mit der Crew kommen, die ja auch die Basis bemannen soll, werden wir einen Piloten abstellen, der hier rüber geht, in das Fliegding und damit die Landung durchführt, um es an der Basis zu landen. So, das ist der Plan. Also der Rover wird bemannt gelandet und jetzt aber erstmal unbemannt rüber geflogen. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich mein Staging hinbekomme. So, das stimmt, die Radiatoren könnte man nochmal ausschalten. Die braucht man im Moment noch nicht. Die sind off. Alles gut. Wenn die off sind, sind die off. Also, das zack, zack, zack. Dann die Booster weg. Dann die Dinger weg. Dann kommt irgendwann der mittlere Teil weg. Und dann kommt irgendwann. Da stimmt irgendwas nicht. Was bist du? Du bist der Docking Port. Wer bist du? Wait. Du gehörst dazu, richtig? Das wäre nicht so gut gewesen. Zack. Zack. So. Und jetzt können wir nochmal gucken, dass der hier auf jeden Fall wieder aus dem Staging rauskommt. Disable Staging und Crossfeed ist auch aus. Wir wollen den Sprit da oben ja behalten. Automatik ist es. Okay, dann mache ich die Automatik aus. Zack. Zack. So. Soll ja kein Brot fressen. Sehr schön, dann haben wir das. Dann müssen wir jetzt nur noch alle Kerbals rauskratzen und dann kriegen wir auf jeden Fall heute noch einen schönen Start hin. Hoffe ich. Oder einen unschönen Start, je nachdem. Essen ist da auch drin, potenziell. Wenn 3 Leute drin sitzen, ist auch Supplies tatsächlich für 30 Tage dran und Habitation für 17. Das heißt, für so Rover-Ausflüge reicht das locker. Wir wollen ja nur ein bisschen rumfahren und Sachen abbauen. Sieht also gut aus, dass wir da die Grundlagen haben. So, ich gucke nochmal sicherheitshalber, ob hier alles fröhlich frisch verstruttet ist soweit. Heaviest Part, sieht auch gut aus. Autostrut. Du ruhig mal auf das Root Part und ich würde sagen, dann können wir uns jetzt. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Das Staging hier oben sieht auf jeden Fall mindestens mal eigenartig aus. Du kannst hier mal ein eigenes Feld nehmen. Ich denke mal, wir können das Fairing irgendwo so auf der Höhe einordnen. Ich denke mal, irgendwann dann kriegen wir es hoffentlich los. Okay. Zack, safe. Yin, COM, was möchtest du mir sagen? Kommunikation, weiß ich nicht. Habe ich. Also Communication ist dran. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Gut. Nochmal ein letzter Blick, ob sich irgendein Körbel reingeschlichen hat. Nope. Alles gut. Und damit Feuer frei. Na, mal gucken, ob das klappt. Gut, also das wird unser Rover. Der Rover ist, ach so, Center of Mass. Ja, sollte eigentlich durch das Verschieben oben relativ gut ausgeglichen sein. Ja,
Hätte man natürlich nochmal nachgucken können. Jetzt ist es halt so. Aber es stirbt ja keiner, da ist das Risiko gering. Passagiere nehmen wir da sicherlich nicht mit. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass es jetzt schon ein bisschen gewackelt hat, ne? Naja, okay. Hoffen wir das Beste. 2-1 Risiko. Fliegen tut's schon mal. Fliegen tut's schon mal. Lässt sich auch ein bisschen steuern. Okay. Alles gar nicht so wild. Bis hierhin schon mal ganz gut. Jetzt schauen wir mal, wie sich's so weiterentwickelt. Jetzt kommt natürlich der spannende Teil dann mit Geschwindigkeit aufbauen und so weiter. Wir lassen ihn erstmal machen. Hauptsache erstmal Höhe gewinnen. Ich lasse ihn mal nicht zu schnell Speed aufbauen, weil meine Hauptsorge gilt natürlich diesem Osterei da vorne drauf, das vermutlich eine bessere Aerodynamik hat als unser Rover, aber immer noch kein Lamborghini ist, um es mal nett zu formulieren. Deshalb möchte ich nicht zu schnell steigen. Wir werden auch jetzt die Zeit auf den Solid Fuel Boostern wirklich relativ straight nach oben gehen. Einfach um schon mal eine schöne Geschwindigkeit aufzubauen aus der dicksten Atmosphäre raus. So. Jetzt hoffe ich, dass die Separation sauber klappt. Das war eine knappe Nummer. Okay, und jetzt beginnen wir mal langsam Gravity Turn, weil jetzt ist eigentlich die Situation, in der ich. Das gibt auf jeden Fall einen Massive Scale. Die Frage ist nur, wie groß der Massive Scale sein wird. Jetzt ist die Phase, die mir gerade die beste Kontrolle gibt, weil ich habe jetzt die großen Reaction Wheels und ich habe einen Haufen gimbelnde Triebwerke. Das heißt, wenn nicht jetzt Gravity Turn, dann wahrscheinlich niemals. Auf der anderen Seite möchte ich ihn auch nicht zu schnell machen, weil ich ein Schisser bin. Okay, Höhe klappt schon mal ganz gut. Das sieht nicht schlecht aus. Ich will aber auch nicht zu schnell runter, weil wir werden auf der nächsten Stage in eine negative, also in eine 0, Thrust-Weight-Ratio kippen. Das heißt, ich will jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Schwung haben, um Höhe zu gewinnen. Gleichzeitig aber auch nicht alles gegen die Atmosphäre, gegen die Gravitation verbrennen. Das ist heute ein bisschen tricky insgesamt. Aber ich glaube, jetzt kann ich ihn rumzwingen. Jetzt sieht's gut aus. Okay. Okay. Ich hoffe, der stabilisiert sich da jetzt gleich, denn wir kommen jetzt gleich zur nächsten Separation. Und ich hoffe, wir sind schon ganz gut auf Höhe. Jawohl, sauber rausgekommen und wir gehen mit 1,05 tatsächlich an den Start. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, also wir haben Glück gehabt. Wir haben tatsächlich sogar eine positive Thrust Weight. Das ist gar nicht schlecht. Das gibt uns jetzt natürlich einen schönen Spielraum dafür, flach zu bleiben. Und tatsächlich sogar noch ein bisschen flacher zu gehen, weil wir sind schon auf 74 Kilometer Höhe. So. Ja, ich bin ganz positiv eingestellt. Das ist ja noch nicht unsere Upper Stage, um tatsächlich in den Orbit dann zu kommen. Das ist die hier. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. So. Ich werde jetzt gleich mal ein bisschen Schwung rausnehmen. Höhe haben wir schon. Sehr schön, dann können wir uns ja schon mal mit so kleineren Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel Solarpaneele ausfahren. Alles gut. Sieht gar nicht schlecht aus. Also wir sind noch nicht im Orbit, aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir es da in einem Stück hinschaffen. Wir haben ja auch noch ein echt mächtiges Triebwerk dahinter. Also von daher sollte das eigentlich klappen. Ich warte jetzt gerade mal, dass wir ein bisschen rankommen. Ich traue mich noch nicht, das Fairing zu machen. Ja, Action Groups sind tatsächlich für Loser, aber sie sind teilweise auch schon vorbelegt. Ich muss mir unbedingt mal endlich die Zahlen freischalten. Weil die. Was war's? Die RCS Action Group zum Beispiel wäre nicht so gesund. Da würden da innen drin die Bohrer ausgefahren werden. Und wie gesagt, ich warte noch ein bisschen mit dem Fairing, weil ich gerne
möchte, dass wir keinen Schub auf der Rakete haben, wenn ich das deploye. Gerade so ein bisschen. Ich habe da schlechte Erfahrungen mitgemacht, um es mal nett zu formulieren. Und Cidarades, danke für dein Follow. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier die Apoapsis ungefähr zu unseren Gunsten auf die Stelle bekommen. Wie sieht das auf der Map aus? Kriegen wir die hoch? Ja, da kommt sie. Ja, das sollte man schaffen. Wir haben ja noch eine komplette Stage nochmal mit einem Skipper. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Apoapsis knapp vor uns kriegen. Damit der Skipper dann loslegen kann mit seinem Job. So. Und los geht's. Aber wir starten auch da schon mit einer 098er. Also das ist also Trust-Weight-Ratio. Das sieht gut aus. Das sollten wir locker schaffen. Und der sollte uns jetzt auch sehr entspannt in den Orbit bringen. Da können wir sogar noch locker in Richtung Moon mit starten. So. Das heißt, gleich wird auch das Osterei ausgepackt. Das ist dann der letzte kritische Punkt, wo es bugbasierend richtig in die Hose gehen kann. Und irgendwo geht auch schon... Kommt da irgendwo Licht her? Irgendwo kommt Licht her. Ich weiß es nicht, woher. Aber irgendwo kommt Licht her. So, sehr schön. Aber das sieht doch mal gut aus, dass wir den Rover sauber im Orbit platziert bekommen. Jawohl. Und dann gibt es jetzt gleich noch einen Massive Scale Launch in irgendeiner Form hinterher. Und natürlich die volle Bank. 100.000. So, jetzt machen wir das Fairing noch auf. Als so quasi letzte Aktion unseres Livestreams heute. Und das sieht gut aus. Alles ist dran geblieben. Nichts ist explodiert. Außer natürlich das Fairing, aber das sollte explodieren. Das heißt, der Rover ist im Orbit angekommen und ist bereit für seine Transmooner Injection. Machen wir aber nächstes Mal im nächsten Livestream. Der ist nächste Woche dann am Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht, steht aber auch im Kalender. Den Kalender findet ihr übrigens im Discord-Chat und den Discord-Chat unter Ausrufezeichen Discord, indem ihr den Bot fragt. So. Nach der langen Pause sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Die nächste Woche wird es wieder ein bisschen regelmäßiger natürlich Streams geben. Wie gesagt, es gibt auf jeden Fall am Donnerstag den Hardcore-Körbel. Und wenn es gut klappt, gucke ich mal, ob ich am Dienstag, Mittwoch irgendwo den Dreh noch den RSS-Livestream eingeschoben bekomme. In diesem Sinne, macht euch noch einen schönen Sonntag. Mein Name ist Robert und tschüss.